siehst, was die Person macht, also wen sie für gut hält, und dann kannst du dich dranhängen als Guter. Ja, aber also von wegen, ich überprüfe Daniel, sehe Daniels Agent und ist gegen die zwei Leute, dann denke ich, okay. Er hat schon seine Gründe als Agent. Okay. Aber das Spiel macht echt Spaß. Ich habe auch dreimal die Bösen erwischt und das, ja, da war halt da unlucky. Unlucky, sagst du? Ja, da ich halt zweimal die Bösen erwischt hatte. Das aber macht nichts, aber es ist trotzdem lustig geworden dann noch. Also es hat trotzdem ja. Spaß gemacht. Ja, ich, die Fähigkeiten ein bisschen sind nicht zu stark. Das ist schon mal schön. Einfach, das kannst du dir nicht ausmalen. Weißt, oh, ein 50-50. Aber Rillo bekommt den Schnüffel. Der Schnüffel. Trax ist das Nilpferd. Pferd? Ja, ich durfte ja nichts nehmen, was schon vergeben ist. Hätte ich einen abbekommen wieder mit so Trax. Was soll das? Aha. Hätte ich mich wirklich heimisch gefühlt, wenn das kommt. Night Bunny Club. Ich finde das Schaf in der Mitte gut, oder das Lamm? Da ist ein Auto. Finde ich das eigentlich okay, dass ich das durchlaufen lasse, oder ist das eher nervig? Alles gut. Es geht ja schnell genug eigentlich, oder? Ich muss die anderen mal ein bisschen lauter machen. Hope und Kyoko in Zukunft. Oder spiel einfach leise. Oh, Trusty Testifier Faker. Das heißt, wir haben jetzt 4 Rollen bei 7 Leuten, ne? Mhm. Ja. Das ist auch lustig. Present Puma. Schon wieder Trax als nächster Anführer. Natürlich. Und in der im ersten Team ist er auch drin. Schon wieder Sun und Mango. Alter. Na, was hattet ihr das von den beiden? Trax ist eifersüchtig, weil er jetzt nicht drin ist. Gut, das ging schnell. Ich sag, es ist Trax. Nee, stopp. Wer war das jetzt? Wer hat gesagt, dass es Trax ist? Ist das Kiore gewesen? Dann können Sie es gleich sagen zu Kiore, dass sie der Böse ist. Kannst gleich mal auf Zeiten gehen. Das lasse ich mir nicht zusagen. Also, du gesagt, dass du es bist, nicht was du bist. Ja, genau. Ich weiß auch, was sie ist. Genau, wird da nicht so viel um herum spielen. Okay, hast du recht. Keine Ahnung, was Trax ist, aber ich werde ihn jetzt jede Runde verdächtigen. Aber Trax, du musst mir mal dein Geheimnis verraten. Was hast du mit Puma gemacht? Nein. Wie lange kennt ihr euch? Mit wem? Wie lange kennst du Puma eigentlich schon? Puma? Ja, du bist so in der ersten Runde angekommen. Die Schulfreunde. Da kommt ja immer zum Kuchenessen vorbei, das ist das große Problem. Ach so. Deswegen kennst du auch die ganze schmutzige Wäsche von ihm. Ach, danach bin ich dann froh. Okay, ich hab's gesagt. Cheesecake den ganzen Tag, kein Thema. Hippopotamus, keine Ahnung. Hippo. Kiore, du warst frech zu mir, komm mit. Dann hab ich noch einen und Rilo nehme ich auch noch mit. Oh, er nimmt sie alle. Da ist mindestens ein Böser dabei. Wobei, ja. Ein Mindest muss ja nicht sein, es kann auch sein, dass Mango oder Zahn. 1, 2. Doch, ein Böser ist mindestens dabei. Ich. Das ist Daniel. Ah, also ich bin also, ja. Ja, ein Böser. Herr Daniel, wir das gleiche Problem vom Anfang. Bitte? Es sind ja 2. Okay, da ist definitiv ein Böser. Nein, okay. Ich revidiere die Aussage. Daniel war dagegen, hat Doppel und Nils. Nee, das war Mango. Ich was? Welche beiden waren dagegen? Mango und Daniel. Ich und Daniel. Es gibt dazu, dass sie Komplizen sind. Na, aber bei Kiro habe ich ein Problem mit dir jetzt gerade. Nee, weil das halt 3 Neulinge sind. Wäre jetzt Xan oder ich dabei? Hätte ich doch Tom. Nee, das wäre jetzt nicht das andere Thema. Das war ja safe, rot.
Ja, so, schauen wir erstmal drauf, wer Daumen hoch gemacht hat. Ich glaube, alle außer Mango und Daniel. Und Mango hat scheinbar einen doppelten Dislike gemacht. Ja. Ja. Ich hatte eigentlich an dem Fenster stehen und so kleines Licht haben. Und auch nicht gesehen werden. Jetzt ist ja Daniel der Nächste. Ich bin zur Schiffe. Ich habe jetzt ein großes Problem. Das Problem ist, ich habe ein Problem jetzt eigentlich. Wem vertraue ich? Nee, ich. Also, ich vertraue Kiore. Also, Mango ist der nächste Chef. Jetzt kommt von mir aus. Wieso vertraust du Kiore? Welchen Grund hast du? Rektex, warum vertraust du Kiore? Gute Frage. Weil es noch Rilo gibt. Und? Das bleibt alles, wer erfahrt ihn nicht. So, mein Problem ist also jetzt es spricht basically alles dagegen, mir zu vertrauen, aber danke. Na gut, wir hatten jetzt gerade ein Anvertrauen, ne? Vielleicht hätte Rilo sich ja, ja. Anvertraut. Erst schießt er gegen Kyogre und jetzt ist er nur noch auf. So, mein Gedanke ist, ich bin mit Mango oder Zander bei ihm. Mango ist jetzt nächster Chef. Ich kann's ich würde auf keinen Fall Rilo reinbacken. Ich würde Xan auf jeden Fall rein. Und ich würde einfach den Bogen mit reinnehmen. Oder hoch, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wieder ein Rudel dabei ist. Also eigentlich müssen wir gucken, ob einer der rot ist. Also rein von der Logik. Also wirklich rot ist. Also ich würde Xan reinpacken. Ja, ich habe für Milo, für Amarillo jetzt das größte Kriterium gemacht. Der muss jetzt überlegen, was passiert. Daniel, was würde sprechen gegen Xan und mich beide? Naja, dass ich sehr wahrscheinlich denke, dass einer von euch beiden in der ersten Runde, euch beiden treu ist mit am meisten zu, mit Rillo dazu, in der ersten Runde einfach blau zu spielen und danach rot zu spielen. Right, aber du und ich haben ja letzte Runde down gewotet, das Team. Ja, ja. Sonst ja. Keiner. Du bist danach aber Chef. Deswegen bin ich am überlegen, dass ich Rillo und Xan reinpacke. Einfach nur um die Information zu kriegen. Kommt jetzt ein Roter, ne? Könnte man sagen, gut, einer ist Rillo wirklich, ne? Kommen jetzt aber alle blaue, wissen wir zumindest, dass vielleicht Trax oder Kyoro das Rote gemacht hat. Und Trax hat es gerade so geklungen, nee. Als hätte er Rillo ihn sich anvertraut. Das Problem ist, Ich habe noch Mango, Daniel, Hope und Rillo auf meiner Abschussliste, die rot sein könnten. Und da hänge ich gerade fest. Das ergibt keinen Sinn, Trax. Warum können Daniel und ich überhaupt für dich rot sein? Über alle anderen. Ja. Also beide. Ne, über alle anderen. Komm, im Vergleich, warum? Weil ich mehr weiß. Du weißt mehr. Also ist der Agent oder Treuehändler oder wie der Thais. Ja. Ah, ich hab so ein bisschen ein Problem gerade. Mhm. Das merke ich. Nee, nicht Spaß. Ja, ich gerade so komisch. Ich probier so. Ich glaube, ich muss mal kurz gucken, wer da bei den Bühnen sind. Was sagt denn den Box? Er ist noch mal böse. Ich hoffe einfach nicht, dass es halt so viele böse sind. Es ist viel zu viel. Oh, sind vielleicht beide böse? Viel zu viel okay. Zu gut. Ja. Zahn ist vielleicht ein Böser. Es muss ja nur ein Böser dabei sein. Ja. Wie schnell lädt das bei euch? Wir haben nicht das Game selbst. Stimmt. Ja, wir sind halt nicht so langsam wie du das. Vor allem, wie oft müssen die News-Show abbrechen? Breaking News. Okay. Oha. Das macht's mittlerweile sicher. Warum sollte man jetzt als Böser? Na, Amarillo musste jetzt positiv abstimmen. Warum es anders gemacht hat, weiß ich nicht. Das Problem ist, die zweite blaue Karte ist scheiße. Jetzt müsste er rot machen. Wenn er böse ist. Sowieso. Die einzige andere Sache, die ich mir sonst vorstellen könnte, die mega witzig wäre, wäre, wenn Rillo und Xan beide böse wären und gedacht haben, ja, der andere wird schon das Rote legen. Das wäre lustig. Das wäre wirklich lustig. Das wäre witzig. Das wäre witzig.
Jetzt wieder mit zwei roten. Jo ist als nächstes. Was ist, wenn Jo wieder spielt? Wie vorher. Ich hab vorher nicht gespielt. Opa oder Kiora gesagt, ich bin's. Ja, ich hab nicht gespielt. Dann bin ich auch nicht gespielt. Ah, wieso ist Rilo schon wieder da? Aber Rilo macht was Gutes bis jetzt. Wenn er ja, passt. Mach weiter, Rilo. Mach wieder was Gutes. Passt. Der klingt ja sehr überzeugt. Vertrau mir einfach mal Daniel. Der wird schon wissen, was er macht. Ich weiß gar nicht. Oder etwa doch? Oha. Tricks. Wie doch. Da sind zwei Böse dabei. Mango ist sehr verdächtig. Sind zwei Böse oben. Bin sehr verdächtig. Guss. Xan und Amarillo, das Traumduo. Ich dachte, Bex, wir sind das Traumduo. Ja, aber in diesem Spiel und in dieser Runde jetzt ihr zwei. Nö. Mhm. Okay. Also Mango. Ja. Also Mango. Ja. Das ist dein Team. Ja, das ist mein Team, aber ihr habt alle zugestimmt. Mhm. Ja, Daniel. Mango jetzt mit der Schere Stein Papier machen, wäre der Böse. Alles entscheidende Tag. Son, also, ich würde nicht mit. Guck dir mal Rillo an. Na, los. Ganz gefährlich, der zwei. Also, das nächste, was dran ist, muss unbedingt mich reinpacken, weil dann können wir gewinnen. Ab, ja. Aber jetzt können wir eine Person hier ausschließen aus der letzten Runde. Ich bin aber zweimal hoch. Wüsste ich mehr, wenn jetzt er noch hoch ist. Hoch spielt seit drei Runden nicht mit, die ist immer, die wird gar nicht hochgezogen oder ja. So. Die steht jetzt einfach nur oben. Warte. Ja, was ist da rausgefunden über mich? Wer auch immer mich jetzt da als Namen geschwärzt hat. Also Rillo ist der Böse. Ja, sag ich ja. Und das heißt, der zweite Böse ist dann. Mango. Ja, es sind zwei Gute, das ist Kiori und ich, aber die Frage ist, was wir jetzt machen? Nee, bei mir Xan oder Daniel böse. Aber wenn er jetzt die Wahrheit sagt, dann ist es Xan. Das kontrolliert ja keiner. Nee, du bist böse. Nee, ich glaub dir mal. Xan hat gut gestimmt, zwei Gute hat er gestimmt. Ja, ich habe auch ein Gutes, das heißt aber nichts. Ja, Xan hat zwei Gute, das machst du als böse eigentlich. Runde 3 war blau, da waren drin Daniel, Xan, Rillo. Rillo war böse und hat gut gestimmt. Xan war auch dabei, hat gut gestimmt. Ich glaube, die dachten, dass der andere böse stimmen wird, damit das failt. Das aber Rillo hat nicht geklappt. Der Grill ist auf jeden Fall böse. Ich glaube aber nicht, dass Xan der böse ist. Ich glaube, dass ich bin noch gut. Okay, Trax ist der dritte, glaube ich. Xan. Trax muss der gute sein, wenn er Rillo ganz gut ich bin der gute. Trax klingt so, als würde er irgendwas wissen. Aber wenn er jetzt Rillo oder Xan deckt, dann ist er für mich auch böse. Das Problem ist, jetzt können nur wir können alle Xan machen. Hochschieben und dann Hope reinholen zum ersten Mal. Ja, es könnte auch nach hinten losgehen. Also ich bin definitiv Mann, das sagt, gut. Komm, hol mal Hope rein, okay? Ja, sag, ich würde sagen, Hope, rein. Daniel und dich, die letzten zwei Spots unter uns drin. Ich würde Mango nicht reinholen. Kiore macht das ja nicht. Mango würde ich auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst bei Mango, weil er so spricht. Ich sag, mindestens einer von euch vier ist böse. Ich vertraue irgendwie halbwegs Xan. Nee, Xan würde ich nicht vertrauen. Ich würde eher Hope über Xan. Aber Rillo hat aufgedeckt und du hast... Ja, nein, Rillo ist doch Hope. Okay. Mach Hope rein. Ich höre nicht zu. Aber Rillo ist doch am... Rons würde es niemals... Ihr verwirrt mich. Ich mach Zufall. Nein, warte. Ich hole den Random-Generator und ich... Wenn du jetzt Rillo reinholst, dann höre ich auf. Aber Daniel, warte mal, ganz, darf ich ganz kurz was sagen? Schaut euch mal bitte Runde 3 an, da waren drei Leute drin, korrekt? Mhm. Rillo war confirmed böser drin, warum würde er jemals gut wählen in einem Dreierteam? Überleg mal, da müssen zwei böse drin gewesen sein. Ich habe jetzt ein Glücksrad. Beide gedacht haben, der andere ist der böse. Genau, ich habe jetzt einfach alle vier reingepackt, die noch da sind. Das heißt, Daniel, es müssen zwei böse drin gewesen sein. Ich mach jetzt Zufall. Also wenn du Rillo reinpackst, höre ich auch. Also Rillo ist definitiv böse. Xan auch. Okay.
Das Glücksrad hat entschieden, es ist Mango. Danke. Ja, sowieso die letzte Runde. Nein. Leute, überlegt doch, es müssen Rillo und Xan sein. Wie viele Böse müssen drin sein? Drei. Drei müssen liegen? Zwei müssen liegen. Zwei müssen liegen. Zwei von vier müssen jetzt rot bitte, sein. Bitte, Glücksrad, enttäusch mich nicht. Ja, aber ich finde doch mein Argument gut. Ich lasse das für Glück entscheiden. Ich würfel eine Münze. Also würfel sie wirklich, ich werf sie nicht. Wenn Daniel nicht lügt, dann müssen Rillo und Xan beide böse sein. Ja, und Hope ist es einfach so, weil... Ja, wegen der Runde 3, Daniel, ich hab's gerade erklärt, da müssen zwei Böse dabei gewesen sein. Da könnte Hope immer noch gut sein, vergiss das nicht. Bei Hope wissen wir es nicht, korrekt. Bei Xan und Rillo wissen wir es nicht. Wir sind verloren als die Guten. Na. Nur so. Oh, ich glaube, das Glücksrad hat versagt. Ja, du hast Mango reingegangen. Solange... Nee, zwei Böse sind draußen. Weil Kyoro auch böse sein könnte, das dürfen wir nicht die ganze Zeit vergessen. Ne? Das ist egal, ein Böse ist okay. Ja, aber Kyoro hat ausgewählt, und zwar dich. Ja, ja, aber aus meiner Sicht sind zwei Böse draußen. Das wird 100% klappen, aus meiner Sicht. Xan und Rillo sind aus meiner Sicht zwei Böse. Und Daniel wahrscheinlich. Wir hatten übrigens wirklich das Problem gehabt. Ja! Ja! Ja. Ich hatte gedacht, Xan wird schon machen. Genau. Sowieso liegen und das auf mich frame. Ja. Und Dexter hat das gleich jeder. Das ergibt halt sonst gar keinen Sinn. Es müssen zwei Böse gewesen sein in der Runde. Genau. Wow, du hast es nicht gemacht, aber Rillo. Du warst eh schon verdächtig. Um reinzukommen, das war das komische daran. Nee, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es halt ein schlagfertiges Argument, dass zwei Böse. Ich hab's ja gesagt gehabt, als sie mit da drin waren. Das war ja der Gag eigentlich, aber. Oh, Rillo, du hättest doch aufdecken können. Ich lust das ab jetzt immer aus. Als ich das gesehen habe, Xan und Rillo. Aber. Geiles Team. Aber es muss man noch aufpassen, es gibt den Agenten noch zu wählen. Also. Das könnte man nur verlieren. Oh, bevor du was machst. Daniel hat dich abgehört. Er ist kein Agent. Mhm. Habe ich es wirklich? Ja, ich. Jax hat gar nichts gewusst. Hör auf damit. Jax hat nichts gewusst. Jax hat nur gegen einen geschossen die ganze Zeit. Du hast seit Runde 1 gegen mich geschossen. Nee, Runde 1 habe gegen Kiora geschossen. Das stimmt wohl. Das muss ich ehrlich zugeben. Hey, gegen Kiora ist ja drin. Erstmal reinholen. Ja, aber in der ersten Runde habe ich noch Kiora. Und er hat dich auch reingeholt, Amarillo. Ich habe dich auch reingeholt. Ja, du hast halt sofort Kiora mit reingeholt, ne? Das kann man schon sagen. Ja, das war auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, war halt. Dann du hast ja gesagt, Daniel hat dich abgehört, ne? Achso, ich noch nicht aus. Ne, das ist erstmal nur Behauptung, das sieht er ja nicht als Bösewicht. Okay, ich hab halt die ganze Zeit gesagt, ne? Ich möchte aber noch kurz sagen, ich bin der, wie heißt er? Der Schwindler. Wer bist du? Ich werde dem Treuehändler angezeigt, aber Trax hat auch, glaube ich, gegen Xan geschossen. Daniel hat es nicht gewusst, ist sowieso kein Agent. Kiora hat irgendwie nie was. Nein, ich hab's als erster gecallt, das mit euch beiden, ne? Nur so. Ja. Ja, Hob reinholen war mir schon bewusst, dass das so ist. Was soll ich machen? Ja, komm. Was war das erste Event? Was war das erste Abhören? Und der Agent ist... Tada! Das mit dem Glücksrad war gelogen, ich wusste es immer gut. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass Xan böse ist, sondern ich habe die ganze Zeit gesagt, Xan ist der Gute, schiebt ihn hoch. Da hat aber der Mango gesagt, nein, lieber nicht. Nehmen wir entweder Hope oder Daniel. Mhm. Also, das war es nicht ganz genau auf, was du redest. Ich musste meinen Fehler wieder gut machen. Das Abhören nach der vierten Runde, glaube ich, das hat es für mich entschieden. Direkt ab dem Punkt war eigentlich klar, dass Rillo und Xan sein muss. Bei Hope wusste ich es halt nicht. Mhm. Ich fand das halt... Warum hast du eigentlich nicht gedrückt? Du warst ein bisschen verdächtig. Wer hat was gedrückt? Wer hat nicht gedrückt? Daniel wieder sich. Na, aber Rillo, der hätte doch einfach drücken können auf Aufdecken. Dann wäre ich nicht auffällig gewesen. Da wäre es halt komplett anders so mal verlaufen. Weil da wären wir nicht zu viert dahin gewesen.